das DRV-Ei auswechseln. Das geht folgendermaßen: Zuerst das Rad hier zudrehen, handfest anziehen und dann am besten noch einmal Wasser zapfen. Wichtig ist, dass der Zeiger hier ganz auf Null unten ist. Dann hängt hier ein Schlüssel, den kann man hier anhängen und dann kann man die Schraube lösen. Da ist sie jetzt schon los, in der Regel ist sie noch ein fester. So, nachher das Ventil wegnehmen. Wichtig ist, dass Sie schauen, dass die Dichtung nicht runterfällt. Es hat hier drin innen eine Ohrring-Dichtung. Hier ist sie jetzt grün eingefärbt. Das ist ein EPDME, speziell für Kohlensäure. Wenn sie schwarz ist, stellen Sie doch beim nächsten Mal mitteilen, dass wir Ihnen eine grüne mitschicken. Die Grün ist einiges stabiler und tut sich weniger aufblasen. Aufblasen meint, wenn noch ein bisschen Kohlensäure in die Dichtung rein kann, dann kann sie hart werden und nicht schön dichten. Das bedeutet, sie hat Kohlensäureverlust. Also schauen Sie, dass der Ring, der Ohrring, hier schön in der Nute innen ist. Da ist extra eine Vertiefung, wo die drinnen ist. Dann kommt das Ventil drauf. Beim Drauftun schauen Sie, dass der Sitz vom Ventil schön in den Sitz vom Handradventil geht. Dann schrauben Sie das hier an. Beim Anschrauben schauen Sie, dass das Ventil eher aufs Manometer sehen. Wichtig ist, schrauben Sie in eine Position, wo es noch etwas mitdrehen kann. So. Jetzt, ganz wichtig, tun Sie nicht am Ventil dagegenheben, weil hier ist es eingeschraubt und auch nur mit dem Ohrring. Wenn es sich hier löst, dann haben Sie Kohlensäureverlust. Also das Ventil so ein bisschen vielleicht noch runterlassen, dass es hier noch ein bisschen mitdrehen kann. Weil jetzt tut es automatisch das Ventil ein Stückchen mitdrehen, dann hier handfest anziehen, also nicht wie ein Muni, einfach gut anziehen, dann hängen Sie den Schlüssel wieder dran her. Und so habe ich es jetzt wunderbar eingestellt, dass ihr auch das Ventil her seht. Dann das Handrad auftun. Und da ist wichtig, zuerst nur ganz, ganz wenig. Langsam auftun, nicht voll. So, wir haben hier ziemlich Druck drin. Dann das Handrad auftun. Beim Auftun wieder ein bisschen auf die andere Seite drehen. Das ist, wenn sie die Flasche leer ist und sie eigentlich wollen zutun, dass sie ein bisschen auf einen Weg drehen können. Wenn sie auf diese Seite drehen, oh, das geht doch nicht, dann drehen sie auf die andere Seite. Also das Ventil ist immer noch offen, wenn es auch nicht ganz offen ist. Dann kontrollieren Sie hier den Druck. Der sollte unter dem roten Bereich sein. Auf dem roten Bereich Maximum, viel drüber würde ich nicht. Dann den Schlüssel wieder herhängen, dass der nächste, wo die Flasche wechseln muss, der auch wieder findet.